Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder bei das große Basteln reinschaltet. Heute zeige ich euch einmal nochmal was mit Serviettentechnik. Ich hatte euch ja in meinem letzten Einkaufsvideo diese Töpfchen gezeigt und mit denen machen wir heute Serviettentechnik. Wer noch nicht hat, denkt dran, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, gerne einen Kommentar und teilt das Video gerne auch. Damit würdet ihr mich wirklich sehr unterstützen. Ich zeige euch mal ein Töpfchen, was ich zu Weihnachten gemacht habe mit Serviettentechnik. Ich liebe ja dieses Reh. Das ist total schön. Habe ich auch schon auf Flaschen, auf allen möglichen gemacht mit Serviettentechnik. Und das möchte ich euch heute einmal zeigen. Bei dem hier habe ich ein bisschen vorgrundiert. Leicht mit Weiß nochmal drüber. Und ich nutze gerne ja, Serviettenkleber. Mit Glitzer gibt es aber auch ohne Glitzer. Das ist Geschmackssache einfach. Bei denen hier habe ich ja gesagt, in meinem Video möchte ich einmal ohne Grundierung arbeiten, weil die Farbe eigentlich schon sehr schön ist. Man kann hinterher mit Acrylfarbe zum Beispiel das Ganze ein bisschen angleichen, wo ich aber hier beim Reh finde, da muss das nicht sein. Das sieht schön aus. Die Töpfe sind ein bisschen unterschiedlich, sehe ich gerade. Hier haben wir ganz viele Rillen drin und hier oben sind nur zwei Rillen. Das ist einfacher zu arbeiten, weil hier muss man wirklich aufpassen, dass man die ganzen Luftbläschen und sowas rausbekommt. Eigentlich, ja eigentlich wollte ich diesen süßen Kaktus da drauf haben, weil ich dachte, das sieht richtig schön bestimmt aus, wenn man den drauf hat. Sand, Steinchen und eine schöne Kerze oben drauf und dann draußen auf dem Tisch, wenn man abends draußen sitzt. Aber der ist zu groß. Die Serviette ist zu groß oder mein Töpfchen zu klein, wie man es nimmt. Ich werde aber mal mit einer Flasche, glaube ich, machen. Lege ihn aber einmal eben wieder kurz rein, damit der nicht dreckig wird oder jetzt gleich ein bisschen von dem Kleister abbekommt. Wie gesagt, wenn ihr welche habt, wo die Ebenen nicht ganz gerade sind oder euch die Farbe stört, könnt ihr es mit Acryl vorher betupfen. Also ich nehme immer ein Schwämmchen und betupfe das dann, auch wenn ihr Flaschen macht. Und gut trocknen lassen und dann könnt ihr praktisch mit Acryl, nicht Acryl, Entschuldigung, mit servierten Lack und Leim arbeiten. Ich habe einmal mit Glitzer und einmal den normalen jetzt hier hingestellt. Also ich nutze, glaube ich, gleich wieder den Glitzer. Und jetzt gucken wir mal, was ich hier noch habe. Also ich habe jetzt ein paar sommerliche Servietten rausgesucht. Ich habe nochmal eine Meerjungfrau. Dann ein Flamingo. Der sieht bestimmt auch schön aus, wenn man den auf eine Flasche macht. Flasche vorher schön vereisen mit so einem Vereisungsspray und dann praktisch dieses Flaschenlicht reinmachen. Mal gucken. Ich würde jetzt, glaube ich, einmal gerne den Strand und den Strandkorb nutzen. Vorteil bei Servietten, mein Mann erschlägt mich, glaube ich, irgendwann. Ich habe zwei Kartons voll mittlerweile. Aber man bekommt halt aus einer Serviette vier Motive in der Regel raus. Also wenn ihr mal Motive braucht, die ihr bei mir im Basteln seht, schreibt mich ruhig an, gebe ich gerne welche von ab. Wichtig ist, die meisten, und am Anfang habe ich das auch gemacht, fangen an zu schneiden. Aber es sieht von den Übergängen schöner aus, ne? Wenn ihr es leicht reißt. Ne? Weil sonst ist es gerade und das sieht einfach unschön aus. Jetzt legen wir mal ganz kurz die Serviette ran, damit wir ungefähr wissen, wie viel wir nutzen können. Und zwar mache ich mir dann immer so, dass ich so unten ein bisschen knicke, ein drücke, dann weiß ich ungefähr, wo ich lang reißen muss. Und dann mache ich es auch erstmal nur grob, ein bisschen über den Strich, den ich gemacht habe, und dann einfach reißen. Es geht relativ schnell. Bisschen gucken, dass man jetzt so Motive wie jetzt das Fahrrad hier zum Beispiel nicht einreißt. Ich gehe unten an den Ecken, das seht ihr hier oben auch, immer schon ein bisschen rund. Finde ich persönlich optisch schöner, ist aber auch Geschmackssache einfach, ne? Und dann reißen, reißen, reißen. Dann hier den Rand auch noch mal leicht einreißen. Kann man immer schön eigentlich mit den Fingernägeln so ein bisschen knubbeln, rausknubbeln das Ganze.
So, dann lege ich mir das nochmal wieder auf mein Töpfchen. Hier immer darauf achten natürlich, dass hinten die Falz auch hinten bleibt und dass man dann so ungefähr mittig arbeitet. So, und jetzt guckt man nochmal, was rüberhängt. Das kann man dann nochmal abmachen. Nur unten müssen wir noch ein bisschen was machen. Normalerweise habe ich jetzt gerade gesehen, habe ich noch nicht abgemacht, unten die Etiketten. Gucken, ob ich es abgezogen bekomme. Nicht, dass ich dann gleich unten, wenn die Serviette noch ein bisschen überhängt, dann mache ich das unten immer noch ein bisschen auf dem Boden mit. Ging gut ab. Wenn es nicht so gut ist, versucht es, wie heißt es, WE40 oder wie das heißt, diesen. Habe ich euch ja auch mal ein Video zugemacht, der hilft da wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so richtig ausgesprochen ist, aber bin ja auch nicht vom Fach. Aber der hilft wirklich gut. So, unten knubbeln wir auch noch ein klein wenig ab. So, jetzt gucken wir mal nochmal anlegen. Dieses kleine bisschen, was jetzt hier drüber steht, das können wir nachher mit dem Leim-Serviettenkleber einfach runterziehen. Das ist nicht schlimm. So, und jetzt hat ja die Serviette mehrere Lagen. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen friemeln, ein bisschen fummeln, weil wir wirklich nur die oberste Schicht der Serviette jetzt dafür haben wollen. So, eine haben wir schon mal lose. Da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, damit die nicht einreißt. Das ist jetzt zum Beispiel eine, die hat nur drei Schichten. Ich habe manchmal welche, die haben zwei Schichten oder auch mal drei oder vier Schichten, also ganz unterschiedlich. So, und jetzt haben wir sie hier. Ihr seht, sie ist ganz durchsichtig. Aber das sieht man gleich hier wieder richtig gut drauf. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, welchen Kleber wir nehmen. Wie gesagt, ich mag mal lieber ein bisschen den Glitzer. Wenn ich das für jemanden mache und jemand einen Auftrag, solche Sachen braucht, dann frage ich natürlich vorher. Und jetzt brauche ich mal den starken Bastelpapa, bitte. Ich kriege die Dose nicht auf. Ist wahrscheinlich oben am Rand Kleber dran gewesen. Ah, Muckis. Dankeschön. So. Und dann wichtig, jetzt gucken wir noch mal, dass die auch richtig drauf liegt, so ungefähr mittig zu dem hinteren und einen feinen Pinsel nehmen. Kein Borstenpinsel, ne? Diese hier, das sind ja mehr Borsten. Und der hier ist richtig fein. Und wir fangen in der Mitte an, nach außen zu streichen. Vorsichtig immer von der Mitte nach außen. Und dann seht ihr schon, wenn man das wirklich vorsichtig macht, liegt es super auf. Hinten auch ein bisschen rausstreichen das Ganze, damit das auch wirklich gut hält. Und so arbeitet ihr euch immer stückchenweise nach unten. Und immer gucken nach Möglichkeit, dass keine Luftblasen entstehen, sonst da noch mal vorsichtig drüber gehen. So, jetzt arbeiten wir uns nach oben. Ich finde halt, diese Serviettentechnik ist auch immer eine schöne Sache, die man verschenken kann. Ich habe euch ja auch mal jetzt mit dem Kleber zum Beispiel Fototransfer mit Serviettentechnik Kleber gezeigt. Es geht auch super. Auf Flaschen kann man das machen. Ach, Milchkannen waren total der Renner auf einem Bastelbazar. Da hatte ich Milchkannen beklebt zu Ostern und dann richtig schön mit einem Ast oder sowas rein und den dann halt mit Osterdeko dann schön dekoriert. Wunderschön. Habe ich auch viel verschenkt.
aber hatte auch einige Anfragen aus dem privaten Bereich, aus dem Freundeskreis, die das gerne haben wollten. So, jetzt sind wir schon auf der anderen Seite. Wir fangen wieder in der Mitte an, streichen schön raus. Nehmt euch einfach die Zeit dafür. Es geht relativ schnell, das seht ihr ja. Aber nicht, dass man es jetzt schnell, schnell, schnell nebenbei irgendwo noch machen will. Weil dann passiert manchmal wirklich, dass man es reißt, die Serviette. Ihr habt dann auf einmal zu viele, ja, Falten drin. So ein bisschen Falten finde ich ja nicht schlecht. Oder Luftbläschen drin, das ist dann auch nicht so optimal. Also einfach ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ich habe zum Beispiel ein Jahr auch gemacht, ein Geschenk für meinen Papa zum Geburtstag, dass ich Blumentöpfe gemacht habe, umgedreht. Unten die Schale praktisch, dann auch schön Serviettentechnik drauf gemacht. Den Topf unten oder die Schale unten habe ich weiß angemalt und obendrauf dann ein LED-Licht gemacht. Das steht draußen im Garten, dann bei meinen Eltern zum Beispiel. Also man kann mit Serviettentechnik unheimlich viel machen. Wichtig ist halt hinterher nur das Versiegeln. Das heißt, wenn wir hier fertig sind, ist er noch nicht fertig, dann lasse ich es nochmal so mindestens 24 Stunden trocknen und dann kommt nochmal eine Schicht Klarlack drüber, damit es dann auch draußen bisschen wasserabweisend ist. Hinterher auch wichtig, den Pinsel gut auswaschen, weil sonst wird er hart und dann ist es schade um den Pinsel. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Wenn ihr dann doch noch mal so Stellen seht, wo so ein bisschen Bläschen drin sind, dann geht noch mal vorsichtig drüber. Versucht sie so ein bisschen rauszudrücken, rauszustreichen. Wenn es nicht geht, lasst es drin. Es ist halt handmade und nicht irgendeine Maschinenware, was wir hier machen. Und da gibt es dann halt auch mal kleine Schönheitsfehler. Ich finde es nicht schlimm. Wer sich darüber aufregt, soll es einfach erstmal besser machen. Vor allem beim Trocknen kann es sowieso nochmal sein, dass sie sich ein bisschen zusammenzieht, ein bisschen krischelt. Aber beim Reh habt ihr ja auch gesehen, da war es eigentlich nicht. Es kann passieren. Es hängt ein bisschen auch von der Serviette selber ab, wie sie strukturiert ist. So. Ich gehe immer noch mal einmal so überall ein bisschen rüber. Gucken, dass man keine Stelle vergessen hat. Wie gesagt, die kleinen Stellen gehe ich immer noch mal zum Ausbessern drüber. Und das ist es eigentlich auch schon, das ganze Geheimnis. Jetzt würde ich es trocknen lassen. Das Ganze und dann kann man noch, wenn man möchte, mit Acrylfarbe ein bisschen die Übergänge. Oh, seht ihr, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Bin ich einmal eben mit meinem Finger drüber gekommen. Aber ihr seht, wie schnell man das wieder rankriegt. Einmal schnell nochmal mit dem Pinsel ein bisschen Kleber drüber. Und schon ist es wieder weg. So, wie gesagt, das jetzt nochmal ungefähr 24 Stunden trocknen lassen. Und dann kann man, wenn man möchte, mit Acrylfarben einfach die Übergänge noch ein bisschen machen. Dass man ein bisschen rübertupft zum Beispiel. Oder man lässt es einfach so. Ne? Hier hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr reißen können. Dass es ein bisschen unebener ist. Das ist sehr gerade. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn man zu gerade macht, dann finde ich die Übergänge nicht so schön. Ich finde sie schöner, wenn sie so ein bisschen abgehackt sind. Aber das ist Geschmackssache. Und wie gesagt, ihr könnt es jetzt mit Acrylfarbe noch so ein bisschen angleichen, das Ganze. Man kann ein bisschen Deko drüber machen. Ich hatte eine Flasche zum Beispiel mal gemacht, da habe ich untenrum dann noch selbst gesammelte Muscheln ran gemacht. Wichtig ist nur, wenn es jetzt gut durchgetrocknet ist, macht nochmal
zwei Schichten Klarlack drüber. Also eine, dann wieder trocknen lassen, dann noch eine, damit es so ein bisschen wasserabweisend dann auch ist. Und hier kann ich mir jetzt wirklich schön vorstellen, wir machen hier ein bisschen Sand, ein bisschen Steine rein und obendrauf dann zum Beispiel eine Kerze und dann stellen wir es draußen hin. Und ja, hat man im Sommer, wenn es ein bisschen dunkel wird, einfach ein schönes Licht, was man stehen hat. Ansonsten kann man sicherlich auch schön Geschenke reinmachen. Jetzt zum Vatertag vielleicht, dass man so ein bisschen was reinmacht zum Verschenken. Klarsichtfolie rum sieht auch sehr schön bestimmt aus. Je nach Motiv, immer variabel. Ich habe auch schon Kinderflaschen gemacht, Holzschächtelchen mit dieser süßen hier Meerjungfrau beklebt für meine Tochter dann zum Beispiel. Also da konnte er fast alles mit bekleben und wirklich einfach ausprobieren und testen. Einfach testen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist ein schnelles, kurzes Video wieder gewesen. Denkt dran, wer noch nicht hat, abonniert bitte meinen Kanal, damit ihr solche Ideen nicht verpasst. Lasst ein Like da, gerne einen Kommentar, wie ihr das fandet. Ich bin gerade überlegen, ich kriege gerade, achso, einen Hinweis noch, was ich euch noch zeigen sollte. Genau. Die Ohrringe wollte ich euch doch noch zeigen. Seht ihr, wenn ich nicht immer jemanden habe, der mitdenkt? Das ist mein nächstes Projekt. Ich hatte es euch ja schon mal angedeutet. Solche Ohrringe, verschiedene Formen, will ich demnächst auch selber machen, mit verschiedenen Motiven. Oben ist mit Silber die Stecker und das ist auch eines meiner nächsten Projekte. Wenn ihr das sehen wollt, wie es geht, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten werde ich euch demnächst mal ein paar fertige zeigen, die ich gemacht habe. Das ist so eine Idee, je nachdem, wie es ankommt, ob ich da vielleicht doch mich ein bisschen mit selbstständig mache. Ich weiß es noch nicht. Das hängt von euch ab, ob ihr Lust auf selbstgestaltete Ohrringe habt. Ihr könnt sie auch selber gestalten zum Beispiel und wir machen es fertig. Wir gucken mal. Ich zeige euch demnächst mal ein kleines Video, wenn wir ein paar Auswahlen fertig haben, wie die aussehen und welche Formen es gibt. Okay, also nochmal, denkt dran, wer nicht hat, abonniert meinen Kanal. Ich glaube, ich war eben noch nicht fertig mit dem Sprechen. Lasst ein Like da, einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, was ihr vielleicht schon mit Serviettentechnik alles gemacht habt. Und bitte, bitte teilt das Video, damit wir auch eine große Reichweite haben. Damit unterstützt ihr mich sehr und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.